Hey, was geht ab, meine lieben Zockermäuse? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Greenscreen. Mein Name ist Max, aka Rockstar, und ich zeige euch wieder ein paar Highlights der Woche. Unter anderem sind heute meine zwei Freunde hier, nämlich, wo sind sie? Jake und Finn, mit einem neuen Spiel zu Adventure Time! Mein Geheimtipp der Woche ist dieses Mal ein Spiel zu einer meiner Lieblingsserien, nämlich Adventure Time! Dazu gibt es nämlich jetzt Adventure Time, Finn und Jake auf Spurensuche. Das Spiel selbst ist eine Mischung aus Adventure- und Action-Einlagen, bei dem Finn und Jake am Anfang des Spiels beschließen, die Jobs ihrer Eltern weiterzuführen, einfach mal professionelle Ermittler zu werden. Dabei seid ihr als Finn unterwegs, natürlich in ständiger Begleitung von eurem besten Bro, Jake. Im Laufe der Ermittlungen trefft ihr natürlich auf allerhand Figuren aus dem Adventure-Time-Universum, sei es Beemo, sei es Princess Bubblegum oder natürlich auch der Ice King. Dabei macht ihr, was man in den Adventures eben so macht. Ihr müsst eine ganze Menge Puzzle lösen und natürlich auch Sachen kombinieren und am besten Jake einsetzen, denn der ist ja, wie wir alle wissen, sehr wandlungsfähig. Dazwischen wird natürlich auch noch gekämpft und ihr könnt U erkunden. Das ist natürlich für das Fanherz von Adventure Time Fans was ganz, ganz Besonderes. Wer also Lust bekommen hat auf Jake und Finn auf Spurensuche, schaut mal rein. Alles andere ist unacceptable! Der gute alte Snoopy kommt gemeinsam mit den Peanuts Ende des Jahres wieder auf die Leinwand in den deutschen Kinos. Und natürlich gibt es dazu auch ein Spiel, und zwar Snoopys große Abenteuer. Pünktlich zum Weihnachtsfest kommt ein neuer Peanuts-Film in die Kinos und passend dazu gibt es für alle nostalgischen Zockermäuse da draußen Snoopys großes Abenteuer auf der Xbox One. Das klassische Jump'n'Run von der Seite lässt euch Snoopys Reise durch seine Fantasie erleben, um Charlie Brown und all seine Freunde zu finden. Mit dem kleinen Vogel Woodstock im Gepäck und dem Beagle-Pfadfinder an seiner Seite kann Snoopy auf seiner magischen Reise neue Fähigkeiten freischalten und spezielle Moves durchführen. Dabei könnt ihr aber auch gemeinsam mit einem Freund als Snoopy und Woodstock im Koop-Modus rumbeagle. Unterwegs trefft ihr dann auch allerhand bekannte Charaktere aus den Peanuts und zwischen den Leveln gibt es sogar waschechte Peanuts-Comics zum Ansehen. Snoopys großes Abenteuer ist ein Plattformer für kleine und große Zockermäuse. Wer also wieder Lust hat auf ein klassisches Jump'n'Run, schaut mal rein, das Ding gibt es jetzt auf dem Xbox One Marktplatz oder beim Händler eures Vertrauens. Im Games with Gold Programm könnt ihr zurzeit noch ein kleines, aber feines Spiel für Lau runterladen, welches auf den Namen Night Squad hört. Was im ersten Moment aber klingt wie ein 80er-Jahre-Actionfilm mit Michael Dudikoff, entpuppt sich vor dem ollen Rockstar als waschechter Partyknaller im Bomberman Meets Gauntlet-Stil. Mit bis zu 8 Spielern auf dem Feld erwarten euch hier total verrückte Schwertkämpfe, bei dem ein Treffer euer Runden ausbedeutet und vielleicht auch die ein oder andere Freundschaft zu Fall bringt. Night Squad nimmt das aber mit den Zeitdokumenten nicht ganz so genau, deswegen könnt ihr neben Schwertern und anderen Waffen aus dem Mittelalter auch einfach mal eine Laserknarre aufsammeln oder eine richtig ordentliche Minigun. Damit kann man dann so richtig die Freundesliste aufräumen. Bei den Spielmodi sticht vor allem Capture the Grail hervor, quasi ein Capture the Flag, aber free for all. Zocklustige Ritter schmeißen sich also in die Rüstung und besorgen sich jetzt kostenlos Night Squad auf der Xbox One. Tja, meine Lieben, das war's schon wieder fast mit Greenscreen. Wir sind am Ende angekommen. Aber wir wären ja nicht die beste Sendung der Welt, wenn wir nicht jedes Mal am Ende geilen Scheiß verlosen würden. Deswegen haben wir auch diese Woche noch dreimal für euch Rise of the Tomb Raider für die Xbox One. Was ihr dafür tun müsst, ist gleich. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und lasst ein Like da. Ansonsten war's das. Habt noch eine gute Woche. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder hier bei Greenscreen. Zieht euch warm an. Es wird kalt draußen. Tschüss.